Dieses Tour de France-Team nahm den Zug, um die Tour zu gewinnen. Und das war noch nicht einmal der Höhepunkt. Lass es mich erklären. Das Rennen war geprägt von hoher Sabotage. Schon während der ersten Kilometer stürzten die ersten Fahrer aufgrund von Nägeln auf der Straße und sabotierten Fahrrädern. Kurze Zeit nach der ersten Zeiterfassung in Nevers wurde die Spitzengruppe von 4 maskierten Männern in einem Auto angegriffen. Regelmäßig wurden Nägel auf die Straße gestreut. Der Führende musste so 40 Kilometer auf platten Reifen fahren. Sportlich wiederholte Maurice Garat zunächst seinen Vorjahressieg mit einem für damalige Verhältnisse äußerst knappen Vorsprung. Doch dann kamen die Veranstalter ins Grübeln. Wie konnte Henri Cornet, der jüngste Fahrer mit 19 Jahren, und Henri Paré, der älteste Fahrer mit 50 Jahren, solche Topzeiten abliefern? Es stellte sich heraus, dass die meisten Fahrer im Feld Autos, Motorräder oder sogar Züge nahmen. Von den 88 Fahrern wurden fast 90% disqualifiziert, wodurch nur noch 15 im Klassement übrig blieben.